war ja eine Grosswetterlage angemeldet mit sehr vielen Niederschlägen in den Alpen, wo stationär bleibt. Und hat angefangen mit intensiven Regenfällen im ganzen Gemeindegebiet. Man hat gewusst von der Feuerwehr her, dass wir eigentlich intensive Zeit erleben werden, weil wir können das, wenn es so kommt, intensiv regnen, sehr schnell durch den See und auch die Bäche ansteigen. Der Bach ist der Gieslibach, der kommt von Oppürgen. Ist ein Wildbach. Heute ist er zwar sehr zahm, weil es keine Niederschläge hatte in den letzten Tagen. Und der hat im 05 sehr viel Wasser gebracht und hat in Oppürgen, zwischen Oppürgen und Pfürigen, eine ganze Strasse weggespült. Da hat es hier auf der linken Seite den ganzen Damm weggespült und das ganze Wasser mit dem Käse hier Richtung Sandstaat, Dorf abgelaufen. Wir sind gewöhnt, Sandstaat mit viel Wasser, aber immer vom See her. Und dass uns das Dorf in der ersten Phase von hinten überfüllt mit Wasser, haben wir noch nie erlebt. Dort hinten haben wir zum Teil 1,50 Meter geschiebt, Schotter. Das ist jetzt zwar wieder picobello aufgeräumt, aber das Ereignis kann zwar nicht mehr ganz so kommen, aber ganz bringt man es nicht weg. Das kann immer wieder kommen, oder? Bäch bringt meistens Dreckungswasser und sehr viel Käse und Schlamm. Und der See steigt langsam und bringt sauberes Wasser. Das ist echt der grosse Unterschied, den wir die Erfahrung haben in Sandstaat. Der See hat mehr Vorlaufzeit, bis der Pegel erst erreicht. Geht vielleicht ein, zwei Tage. Wir wissen, es kommt. Und der Wildbach kommt innerhalb von Sekunden und ist es da, oder? Das Ereignis. Also für uns ist der Klimawandel klar. Es gibt natürlich auch intensivere Gewitterfronten mit starken Regen. Blitzschläge, wo wir einfach uns vorbereiten. Wir können sie nicht abwehren, aber wir müssen uns so weit sensibilisieren, wie können wir wenn was bewältigen. Jetzt kann man wirklich zurückgehen, wie kann man es abbrechen auf die Gemeinde. Und da gibt es einfach klar, eben, Umsetzen von der Gefahrenkarte, Objektschutz betreiben, bauliche Massnahmen treffen. Das sind die Aufgaben von uns Gemeinde und auch von der Liegenschaftssitzung, um hier einen minimalen Schutz mal zu geben, seinem Objekt. Wir haben eigentlich ganz konkret im Rolli, wo wir als Architekt ein Mail geschrieben, ob wir uns eine Studie machen können, was überhaupt möglich ist, ob wir uns abklären können, ein zweites Haus draufzustellen oder müssen wir einfach eins grösseres draufstellen, was ist überhaupt möglich. Und eigentlich so haben wir angefangen. Meistens schauen wir zuerst an, wo sind wir überhaupt. Es fängt an mit welchem Kanton, welches Baugesetz, welche Gemeinde, welche Zonenordnung. Und dort hat man schnell gesehen, beim Zonenplan schon, dass dort eine Gefährdung, also eine Gefahrenkarte überlagernd war. Und haben natürlich schnell auch gesehen, dass es sich eben um Wildbäche handelt in der Gefährdung und auch Seehochwasser. Und beim Wildbach ist es so, musst du nach dem Bau- und Zonenreglement vom Standstaat, da innen sind die Schutzziele aufgeführt. Wir sind hier in der Gefahrenzone 2 und das heisst, du musst bauen oder auf den Schutz bringen für ein seltenes Ereignis. Und jetzt kann ich dir anhand der Schutzhöhekarte kann ich dir sagen, wie hoch das seltene Ereignis ist. Und da wird es so sein, du musst bis zum 100-jährigen Ereignis, darfst du baulich darf nichts passieren. Also du darfst nicht temporäre Massnahmen einsetzen. Ja, wir haben Schutzmassnahmen in drei Kategorien oder in drei Massnahmen unterteilt. Das sind die konstruktiven Massnahmen. Also effektiv Beton, ist der Beton dicht, dort sind Arbeitsfugen wichtig, Übergänge, um dort auch die Schutzhöhe zu erreichen. Wir haben die mobile Massnahmen getroffen. Das ist primär bei Fenster und Türen gesehen. In dem konkreten Fall von dem Objekt sind es einfach die Eingangstüren, wo man dann mit mobilen Dammelementen geschützt hat. Und das dritte ist Rückstau. Also Rückstau jetzt in dem Fall Kanalisation. Und dort hat man Rückstauklappen eingesetzt. Ja, also die ganzen Dokumente mussten bei uns auf den Tisch gehen, weil wir sie unterschreiben mussten, bevor wir einreichen. Und das war es aber auch. Gewesen. Wir haben sie einfach unterschrieben. Weil das war ungefähr so ein Stapel. Gewesen. Ein paar Sachen haben wir angeschaut. Die meisten technischen haben wir nie angeschaut. Wir sind dann eingezogen, wir haben das Haus übernommen, sind eingezogen und haben dann im Keller, also im Heizungsraum, eine grosse Kiste gehabt, wo wir irgendwie nicht recht gewusst haben, was das ist. Und haben dann mal dort reingeschaut und haben gesehen, dass das irgendwie Sachen ist, die von dieser Firma ist, die den Hochwasserschutz gemacht hat. Und so haben wir dann mal angeläutet und gefragt, was das ist. Also der Monteur ist zu uns gekommen und hat uns gezeigt, wie wir die Bleche dort einfahren können.
Und man muss die Bleche rein tun und am Schluss kommt wie eine Bolze, die man noch reinfahren muss, die dann die Bleche abdrückt, damit es auch sicher dicht ist. Und dann hat man gemerkt, dass man den Bolzen gar nicht einfahren konnte, weil die Aussparung gefehlt hat. Ich glaube, es fängt an, dass es halt eines von vielen Themen ist. Also die Herausforderung liegt dort, dass man halt sich mit sehr vielen Themen beschäftigen darf bei einem Objekt. Ich glaube, auch der Bauherr kommt da natürlich primär mit anderen Anliegen als mit dem Objektschutz zu einem Architekt. Das ist sicher mal die Herausforderung, dass eben sehr früh auch beim Bauherr zu deponieren, dass das auch gibt, dass das etwas ist, was wichtig ist, was ja ihn's primär auch betrifft. Das ist mal die eine Hürde, glaube ich. Die zweite grosse Herausforderung ist sicher, nachher, man hat sehr viele Akteure dabei. Also es ist ein Amt, es ist eine Fachstelle dabei, es ist die Bewilligungsbehörde, die Gemeinde ist dabei. Wir als Planer, der Bauherr, das braucht Kommunikation, Diskussion, um eben die richtigen Massnahmen in Planung aufzunehmen und nachher auch umzusetzen. Und die dritte Herausforderung ist die Umsetzung selber. Also dort sind halt wieder sehr viele Akteure beteiligt. Man hat Lieferanten von Bauteilen, man hat Handwerker, die sie umsetzen, die sie einbauen. Und dort muss auch ein gewisses Verständnis sein, dass es eben ein wichtiges Bauteil ist, ein Bauteil, das auch richtig eingesetzt sein muss. Und wichtig ist, das ist fast das Wichtigste, dass der Objektschutz halt auch sehr früh die Überlegung gibt. Mit Einfließen, so kann man vielleicht sogar mit einer Höhenlage des Gebäudes, ist ein grosser Teil des Objektschutzes schon erledigt. Also das Problem mit dem Baugesuch, mit dem Unterschreiben, ist mir auch bekannt, weil da hocke ich nachher drei, vier am Tisch, einen halben Meter Papier und alles liest man Gottes Namen nicht durch, oder? Aber einfach, dass man als Bauherr eben auch ein bisschen mehr Interesse hat. Weil im Schadenfall ist der Architekt nachher nicht mehr da, oder? Oder man hat keine Rückstallklappen eingebaut, und dann drückt einem das ganze WC-Wasser nachher in die Wohnung rein und dann kann man nachher die Wohnung grundsanieren, neu machen, oder? Also viele Sachen, wenn man es liest, kommt man nicht daraus. Aber das ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass man halt dann zurückfragt und sagt, ich komme nicht daraus, könnt ihr mir das erklären, damit wir wissen, was wir unterschreiben. Und dort ist wichtig, dass er halt auch in die Rolle vom Übersetzer geht. Dass er probiert, die Formulare und die technischen, oder wenn es technisch wird, das probiert, im Bauherr möglichst verständlich aufzuzeigen. Ich glaube, dort ist wichtig, dass man halt entsprechend sensibilisiert. Dass man halt auch mal im Unternehmer oder im Handwerker, der letztlich vor Ort ist, erklärt, für was er das macht. Ich denke, das ist manchmal verloren in der Hektik des Alltags. Es ist wichtig, dass man Fehler auch auf Fehler hinweist, also nicht darüber hinweg schaut. Und wichtig ist, wenn Fehler passieren, dass man sie halt auch entsprechend behebt. Erfolgsfaktor im Objektschutz ist vor allem, dass man keine temporären Massnahmen macht, sondern dass man alles zusammen baulich löst. Aber wünschenswert wäre, wenn die Zusammenarbeit gelebt werden könnte, wie in dem Beispiel Engelberger, wo wir sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit haben mit den Behörden, insbesondere auch mit der NSV. Es wäre wünschenswert, wenn so Sachen eben früh in die Planung, eben bei der Konzeption schon einfließen, dass ich mit einer Höhenlage des Gebäudes oder eben mit einer frühen Definition von der Schutzhöhe kann ich eben in der Konzeption schon umgehen. Man muss es nicht im Nachgang lösen. Somit ist es auch möglich, das sehr gut in die Architektur zu integrieren.